Schön, dass Sie hier sind. Mein Name ist Gesine Born und ich kommuniziere Wissenschaft. In diesem Video möchte ich einen kleinen Einblick hinter die Kulissen meiner Arbeit geben. Kommen wir zur Illustration von Pressemitteilungen. Als wichtigstes Werkzeug dient mir dabei diese Glasplatte, die eine wunderbare Spiegelung drin hat, auf der ich dann die verschiedenen Sachen fotografieren kann. Wie zum Beispiel, Forscher verwandeln Diamanten in Graphit. Dann habe ich mir Diamanten besorgt, habe auf diese Glasplatte Graphitpulver getan und bam! Das hatte dann zur Folge, dass ich 2 Wochen meine Küche putzen konnte, die dann so aussah. Röntgenuntersuchung enthüllt 2 unterschiedliche Arten von Wasser. Schweizer Taschenmesser für Elektronenstrahlen. Mini-Beschleuniger vereint 4 Geräte in einem. Spielzeugauto, Glasplatte. Läuft. Femto-Titelthema dunkle Materie. Und die PR-Abteilung hatte die wunderbare Idee, das mit schwarzem Eis zu illustrieren. Kommen wir zu diesem Titel Supersymmetrie. Und da ging es vor allem um Neugier. Und das habe ich mit einem Kind illustriert und ein Fotoshooting gemacht. Und dann haben wir an eine Angel Süßigkeiten gehängt und das Kind hat immer so ganz neugierig nach oben geguckt. Dann habe ich ein Modell gebaut und später die Sachen zusammengesetzt. Wie kann ich komplexe wissenschaftliche Sachverhalte der Öffentlichkeit näher bringen? Hierfür habe ich das Konzept Die Gesichter hinter der Forschung entwickelt. Während des Fotografierens ist mir aufgefallen, dass die Gespräche, die ich mit diesen Wissenschaftlern hatte, über Wissenschaft, über die Gesellschaft, was Wissenschaft bedeutet, so intensiv waren, dass ich überlegt habe, daraus auch einen Film zu machen. Ich soll gleich losreden. Aha, das Foto, ja, der rote Feuerring, der Vorhof zur Hölle, hat den Heino Falke, glaube ich, genannt. Wahnsinn! Wissenschaft ist international, Wissenschaft ist divers. Aber leider sind Frauen in der Wissenschaft viel zu selten sichtbar. Mit meinem Konzept Frauen in der Wissenschaft, eine Sichtbarmachung, möchte ich das ändern. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Gern unterstütze ich Sie in den unterschiedlichsten Formaten der Wissenschaftskommunikation. Hierfür steht mir ein sehr kompetentes Team zur Verfügung, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Musik